Also, jetzt Elfmeterschießen, das Duell der Duelle. Ja, also Champions League Finale, okay. Ja, da ist ein bisschen Druck. Aber bei 2,5 Millionen Euro. Da würde mir die Flatter auch schon sausen gehen. Das, und du musst nur pfeifen jetzt, ist doch super, oder? Und ich bin selbst total nervös. Ja, das kriegen wir schon hin. Also, anpfeifen. Du musst natürlich auch gucken, ob der Ball drin ist oder nicht. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Ja. Ja? So, du bleibst da, Helmut, und ich guck mal kurz, wo die anderen sind. Ah, ich nehme das Mikro mal mit, weil wahrscheinlich werden die nicht verkabelt sein, denn sonst können wir ja auch keine schöne Torwartparade sehen. So, Femi. Sitzen die Schüchen? Das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe. Es sieht ganz gut aus. Ja? Ja, schön eng, das ist wichtig. Stefan, du willst in deinen Turnschüchen schießen? Ja. Oder Chris, willst du noch richtige Fußballschuhe ankriegen? Nö, die hier? Ich schieße mit meinen Turnschüchen. Dein Turnschüchen. Gut, dann komm mal nach vorne. Handschuhe nicht vergessen. So, Jungs. 2,5 Millionen Euro. Es ist Kunstrasen. Ja, Femi, ist das mehr Druck als im Champions League-Finale jetzt? Ich würde sagen, ja, oder? Definitiv. Viel mehr. Was hat Chelsea eigentlich gekriegt? Was hätten die Spieler gekriegt, wenn sie gewonnen hätten? Deutlich weniger, ne? Deutlich weniger. So, jetzt nochmal. Jetzt will ich nochmal hier den Saal toben hören. 2,5 Millionen Euro. Im Elfmeterschießen. Oh Mann. Also ist echt. Also er hat sich echt hart rangekämpft. Jetzt hat er natürlich einen kleinen Nachteil bei dem Spiel, aber da muss er jetzt durch. Ja, gut, schön, dass du es kurz gemacht hast mit der Ansprache. So, Stefan und Femi, hier nochmal ganz offiziell die Regeln. Ihr schießt abwechselnd, ja? Der andere geht dann immer ins Tor. Jeder hat 5 Schuss. Wer mehr Treffer hat, gewinnt logischerweise. Bei Unentschieden wird so lange im Wechsel geschossen, bis ein Spieler verschießt. Helmut, wir müssen noch auswählen, wer zuerst ins Tor geht, beziehungsweise wer die Wahl gewinnt, der kann sich das ja aussuchen. Ne? Genau. Femi, was möchtest du für eine Farbe? Ich bleib bei Rot. Du bleibst bei Rot, dann hat Stefan Schwarz. Stefan, gewonnen. Du hast die Wahl. Möchtest du zuerst schießen oder zuerst ins Tor? Wie macht man das denn normalerweise beim Fußball? Zuerst schießen? Zuerst schießen oder zuerst ins Tor? Du glaubst nicht wirklich, dass er dir jetzt eine ernsthafte Antwort gibt, oder? Das ist ja egal. Ich muss ja eh alle... So. Ich gehe zuerst ins Tor. Gut. Stefan Raab geht zuerst ins Tor. Femi schießt. Was freigegeben ist, mit Tipp. Helmut, gebt jetzt noch eine kurze Einweisung. Hör gut zu, Femi. Einweisung für die Torhüter, was ihr nicht dürft und was ihr dürft. Also der Torwart darf sich auf der Linie hin und her bewegen, aber nicht nach vorne laufen. Und der Schütze muss warten, bis durch Pfiff freigegeben ist. Ich darf auf der Linie mich bewegen. Hin und her. Genau. Ja, den hat er rein gezittert, Femi, ganz klar, den hat er gar nicht richtig getroffen. Kann es spannender sein? Oh, den kann er halten, Stefan Raab. Kann es spannender sein? Im letzten Spiel, es geht um 2,5 Millionen. Und Stefan ist auf die Hand gefallen. Was? Die Hand, wo er vorhin mit auf das Kleiner Gerät Finger geschlagen hängen geblieben. Hat. Eieiei. Ei, ei. Schlimm? Kleiner Finger? Dafür? Ja, da fällt er auf den Finger, sieht man deutlich. Greift sich auch sofort an die Brauchst Hand. Brauchst du Eis? Irgendwie was? Spray? Eisspray? Ja, Vanille. Ja, sehr gut. 3 Kugeln mache ich hier fertig. Nee, müssen warten. Ein Stollen verloren. Gewinnt Femi dieses Elfmeterschießen, ist er um 2,5 Millionen Euro. Kriegen wir einen Stollen Euro oder weicher. Ist er schon auf dem Weg? Du brauchst jetzt einen Stollen. Du hast ja schon 16 andere drunter. Brauchst du wirklich? Heute möchte ich ihn haben, glaube ich. Wir brauchen einen Stollen, meine Damen und Herren. Jetzt können wir auch bis 5 Uhr durchmachen. Das ist mir jetzt total egal. Meine Güte, was für ein Nervenspiel jetzt hier. Jetzt bricht da auch noch ein Stollen raus. Das gibt's doch gar nicht. Wir brauchen einen Stollen. Haben wir einen Stollen? Haben wir einen Ersatzstollen? Nein, den Schlüssel zum Schuh irgendwie.
Ja, genau, den. Den Schlüssel zum Schuh? Ja, den Schlüssel zum Sieg braucht er hier. So. Stefan, du kriegst ein bisschen Eis, wenn du willst. Vanille war aus. Soll ich dir... Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, das ist richtig. Verbrennt er die Haut bei, oder was ist das? Nee, die Härchen nur. So, das ist natürlich ein Nachteil für Stefan Raab. Der muss ja noch viermal ins Tor. Ja, ist ein bisschen dick. Zunächst aber schießt Stefan gleich und da ist natürlich der richtige Stand für den Keeper wichtig. Den okay, hat er alles klar. Stollen wieder festgezogen mit aber dem dazugehörigen Schlüssel. Du hast nichts, ja, das finde ich doch schon mal. Wenigstens einer, der funktioniert. Also es kommt so. Hier nicht nur auf Schießen an, sondern auch auf die Keeper-Fähigkeiten der beiden Teilnehmer hier. Also ich halte den Stefan Raab hier gar nicht für so chancenlos, wie man denken mag, wenn es gegen einen Regionalliga-Kicker geht. Der Mann ist ein Beißer, er ist ein Killer. Und da ist die erste Parade und damit ist er im Vorteil jetzt. Und wenn er seine fußballerischen Fähigkeiten jetzt ausspielt und wenn er alle versenkt, dann hat er's. Er hat es jetzt in der Hand oder besser gesagt auf dem Fuß. Zweiter Versuch. Ausgeguckt, den Stefan, der geht in die andere Ecke und ganz locker eingeschoben und er schnuppert an diesen 2,5 Millionen, ganz souverän verwandelt. Und Raab, unglaublich unter Druck. Dudek von Liverpool, der Keeper, der hat auch immer so rumgetanzt. Oh, 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 Glück für Raab, dass er den macht, also den kann Femi halten. Sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Ach, will da die Beine zusammen machen, dass es keinen Beinschuss gibt. Und drückt den Ball fast selbst ins Tor. Aber er ist, wie gesagt, im Vorteil. Dritter Versuch. Dritter Treffer. Alles im grünen Bereich für Femi. Raab ahnt die Ecke, kommt aber nicht schnell genug runter. Und muss jetzt treffen. Also wenn er nicht trifft, ist es noch nicht ganz vorbei, aber dann ist der nächste Schuss schon Matchball und Millionenball für Femi. Und jetzt hat Femi alles in der Hand. Meine Damen und Herren, es ist kurz vor 2:30 am Sonntagmorgen. So, Femi. Und Femi hat die Chance auf 2,5 Millionen Euro. Und wer hätte das vor 3 Stunden gedacht? Niemand. Das Wahnsinn. Ist vielleicht der alles entscheidende und letzte Schuss. Und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wenn ich drücke ihm die Daumen. Und jetzt kommt noch mal ein Manöver von Stefan Raab. Gratuliert er ihm jetzt zu seinem tollen Tag oder macht er da Mätzchen? Was kommt jetzt von Raab? Das kennen wir von Stefan Raab. Aber Femi, einfach nicht hingucken. Anlaufen, schießen, versenken, reich sein. Und jetzt kommt die Unterstützung des Publikums. Der Millionenschuss. Macht er jetzt alles klar. Femi und... Er hat 2,5 Millionen Euro. Glückwunsch. Millionen Euro für Femi. Du hast es. Du hast es. Femi. 2,5 Millionen Euro.